Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute hier begrüßen, hier zu einer weiteren Mod-Vorstellung auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute hier einen kleinen Gartentraktor euch heute wieder vorstellen. Das ist, glaube ich, heute schon der dritte, den ich heute hier zeige. Es handelt sich diesmal um den Rawa 15. Ja, ich finde schon mal, er sieht schon mal sehr interessant aus, das kleine Stück. Hier kostet hier nur 1009 Euro in Anschaffung. Ja, Miete sind wir hier bei 51 Euro. Ja, das gute Stück hier hat eine Leistung von 15 PS, entsprechend 11 kW, 11 Liter hier. Ja, Kraftstofftank, 17 km/h soll er schnell sein. Wir haben hier vorne hier optisches Kennzeichen drauf. Kennzeichenwahl hat das gute Stück hier nicht. 1,4 Tonnen Eigengewicht. Ja, ich komme leider hier im Shop nicht näher ran. Ist irgendwie mit der Kollision so her. Ja, was haben wir noch? Wir haben hier eine Rundumleuchte, können wir uns hinzufügen oder wegtun. Dann hier Farbwahl in verschiedenen Farben, wie wir hier sehen. Das Ganze her. Finde ich ganz nett, das so her, wenn man sich das so anschaut, was man hier machen kann. Felgenfarbe bleibt hier leider hier immer dieselbe. Ja, was gibt es hier noch? Das ist eigentlich nichts mehr. Wie man hier sieht, hier also haben wir hier den kompletten Verschleiß und Abnutzung drauf. Hinten her haben wir hier auch ein Kennzeichen ungarisches da. Ja, steigen wir mal. Ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Wir starten das gute Stück. Wie wir sehen, haben wir leider hier keine Animation. Blinker, ja, da haben wir sogar eine Blinker-Kontrolllampe. Ist alles hier dieselbe. Okay. Gehen wir mal in die Außenansicht mal ran. 18 km/h machen wir. Hub ist ganz leise. Ja, Spuren sehen ganz gut aus. Er hat hier, wie wir sehen, hier ganz starr. Es handelt sich hier um einen Knicklenker. Sieht jedenfalls vorne her so aus. Also finde ich schon mal interessant. Es ist hier, ja, finde ich, so her gesehen optimaler kleiner Schlepper, wenn man den hier für einen kleinen Hof, für kleine Sachen haben möchte. Oder man kann zum Beispiel den auch nehmen. Ja, ist meine persönliche Meinung. Ja, zum Beispiel hier für Gemüseplantagen vielleicht oder hier für Obstplantagen, so wo man hier einen kleinen Schlepper hier braucht. Ja, Rundumleuchter haben wir hier, wie wir sehen. Bin mal gespannt, wie das hier mit der Kollision klappt. Ja, wie wir sehen, blendet sogar hier den Hitzhaken aus. Dynamischschläuche hier mit Funktion. Zapfwelle dreht sich auch. Ups, das war ein bisschen zu weit drüben. Ja, ist ja klein und flink. Da sind wir hier, passt auch. So. Bin immer gespannt, wie das hier mit den hier funktioniert. So. Was haben wir denn schon mal hier so her? Wir können sogar hier mit denen also locker fahren. Testen wir mal drüben das auch gleich mal. So. Wie wir sehen, funktioniert das ganz gut. So, und wir testen jetzt hier natürlich unsere Lichter und schauen uns nochmal unsere Lokdatei an. Ich bin aber mal ganz gespannt, wie die natürlich ausschaut. Ja, Reflexion hier in LS, also 22, ich meine, die Rundumleuchten ist ein bisschen schwach. Sehen wir hier unsere Scheinwerfer, das sehen wir hier seitlich her.
Das ist eine, also hat, glaube ich, was mit dem Shadow zu tun, wie wir hier sehen. Dann haben wir hier mit nur mit 5 noch Fernlicht. Nur mit 6 kann ich hier jetzt sogar ausschalten. So, jetzt hängt mal hinten nochmal das Gerät. Also einmal F schalten. Ich weiß nicht, warum das alles hinten so wird. Bremslicht. Ein bisschen, ja, grell würde ich sagen, aber geht schon. Aber dass hier hinten alles so voll wird, ich weiß nicht, was das zu tun hat. Vielleicht ist es zu weit hinten. Jetzt schauen wir uns das nochmal die Lok an. Ja, haben wir hier dieses Smoke 6x6 Matt, wie wir hier sehen, drin. Das stimmt irgendwas nicht. Ah ja, und irgendwie was sagt da. Ah ja, das ist hier das Exhaust. Okay, ja. Ich habe hier diesen Mod mit drin. Das ist eine Info natürlich nur. Sonst her nicht. Dieses Exhaust-Skript hier. Das mit den, also Abgas. Deswegen ist wahrscheinlich bei dem Mod jetzt hier, wenn man so schaut, wenn man dann fährt. Oh, das ist ein anderer. Ah ja, hier sieht man jetzt ganz leicht. Sieht man den Abgas so schlecht, schon die Wolken so her. So. Spiegelein hat er ja auch, wie man hier sehen. Die sind so leicht milchig, aber ich finde, man kann die auch hier verwenden. Da ist es also ganz gut, wie man es unschwer kennen kann. Schauen wir mal, ob man wirklich was machen kann mit den Spiegeln. Ah, ist ein bisschen schwer mit dem Knicklenker zurückwärts fahren. Jetzt schauen wir mal hier. Okay, ich bin ein bisschen zu weit rüber gekommen, aber es hatte funktioniert. So, ist ja auch ein bisschen eng das Loch hier. So. Das war's soweit das. Ich hoffe, euch hat natürlich hier mein Video gefallen. Wenn ja, schaut's wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.